Hallo Leute, willkommen zurück zu God of War. Und ich werde hier gleich attackiert. Was soll denn der Scheiß? So, was zum Treten? Ja, ist in Ordnung. Ich nehme jetzt hier erstmal eine Kiste mit. Also das heißt, ich nehme sie mit. Ich schleudere sie einfach mal nach vorne. Ich glaube, das Ding kann mir irgendwie als Deckung dienen. Ja, so halbwegs zumindest. Deswegen nehme ich das Ding mal mit. Ja. Ah, es ist kaputt gegangen. Verdammt nochmal. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ah, verdammt, ich musste... Ach so. Stimmt, ich muss die Kiste mitnehmen, um da hochzukommen. Stimmt ja. Stimmt. Das war der Trick. Ja, deswegen, sie darf nicht kaputt gehen. Schuss. Nein, ihr... Ja, besser mich treffen als die Kiste. Das ist mir dann lieber. So. Da ist sie in Sicherheit. Das ist gut. Kurz warten, bis sie nochmal schießen. Jetzt nämlich... Und Feuer. Ja, so funktioniert das nämlich. Ich erinnere mich, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, hatte ich ultra Probleme damit. Aber nun geht's hier eigentlich. Wobei, die Kiste ist noch nicht angekommen, ja. Und Schuss. Schnell, schnell. Perfekt. Ja, ich glaube, ihr trefft mich von da oben nicht mehr. Nein, die Kiste müsste sicher sein. Perfekt. Okay, tut mir leid, wenn ich euch das sagen muss, Leute, aber... Ihr seid Geschichte! So, du auch hier, so. Hallo? Hört auf jetzt, hallo? Hallo, ich kann euch nicht greifen, warum nicht? So, jetzt aber. So, habt ihr nun davon? Ihr habt meine Kiste zerstört, ihr dämlichen Penner, ihr. So. Brutal hier. Und weg da. Gut, wir haben ein bisschen Schaden genommen. Die Heilung nehmen wir. Auf der anderen Seite wäre auch nochmal eine Kiste zum Heilen gewesen, wenn wir uns scheiße angestellt hätten. Aber ich habe euch ja versprochen, ich werde mich nicht mehr so scheiße anstellen wie im ersten Part. Und die Musik, dieses... Ja, dieser Möchtegang... Was? Irgendwo? Irgendwo ruft jemand um Hilfe. Zum Kapitänsquartier. Sie ist verschlossen. Okay. Die Frauen verstecken sich. Okay. Gut, sollen sie doch. Hier kein Geheimnis, dann glaube ich, kletter ich da hoch. Oder wo kann ich hochklettern? Achso, ja, nur auf dieser Seite, okay. So, ja, ich muss die natürlich darunter werfen, weil sonst werft sie mich nach unten, hallo? So. Einfach mal hier hochklettern, warum auch immer. Vermutlich ist da oben der Schlüssel. So, mal ein bisschen sich beeilen hier. Oh, 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 scheiße. Hoch da. Oh Gott, viel zu viel. Oh Gott, viel zu viel. Das überlebe ich nicht. Ich werde runterfallen. Weg da. Runter da. Ah. Ich drücke nach unten, aber irgendwie bringt es nicht immer was. Ja, der Controller ist auch schon ein bisschen alt vermutlich. So. Hat aber dann doch noch funktioniert. Hoch da jetzt. Und nun. Was? Zu klettern, Feinde packen. Ah, sehr schön. Au. So funktioniert das hier. So, gleich beide erledigt. Sehr, sehr, sehr schön. Was zum... Weg da. So, ja, so kriegt man viele Gegner auf einmal irgendwie. Hör auf mich zu nerven hier. Du auch da, du Typ. So, habt ihr immer noch nicht genug? Ich gebe euch gleich hier. So, ist auch weg. Und ihr da oben, ihr könnt mir einfach mal gar nichts hier. So, weg da. So, und nun. Bin ich mir nicht sicher. Kann ich hier entlang gehen? Weil ich könnte mir vorstellen, hier drüben ist ein Geheimnis. Aber ich möchte nicht herunterfallen, bitte. Das wäre so ein Ultra-Geheimnis hier. Es muss einfach eines sein. Ja, eine Plattform ist schon mal hier. Einfach nur Orbs. Ja, einfach nur Orbs. Okay. Aber Orbs werden dann noch wichtig. Aber immerhin, das Ding ist breiter als im ersten Part, wo ich so gefailt habe. Diese Balken hier, ja. So, da rechts gibt nichts. Das sehen wir. Deswegen gehen wir zum nächsten Schiff. Diese verdammten Hydras, die werden wir schon in ihre Schranken weisen. So. Da kann ich nicht durch. Gibt es hier sonst noch was? Nein, offenbar nicht. Deswegen mal die drei Türen öffnen hier. So, einmal das hier.
Mehr Orbs? Mehr Orbs. Ganz viel mehr Orbs. Oh, was haben wir hier drin? Wieder eine neutrale Truhe. Vermutlich auch wieder Orbs. Nein! Ein Goronenauge. Perfekt. Ja, ihr könnt es lesen, wenn ich noch fünf... Was? Ach so, ja. Fünf mehr sammeln und dann erhöht sich meine Energie. Perfekt. Also würde ich gerne so viele finden. Weil mehr Energie ist immer gut. Was ist das hier? Was ist das? Es sieht wichtig aus. Darf ich es nehmen? Ich nehme es mir, ich bin Kratos, verdammt. Poseidon, mein Herr. Kratos, bevor du Athene reichst, musst du eine Aufgabe erfüllen. Das Untier, diese Hydra, wütet schon zu lange in meinen Meeren. Groß sind deine Fähigkeiten, doch du wirst Hilfe brauchen. Du brauchst die Macht der Götter. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Oh ja. Poseidons Zorn erhalten. Wow. Kratos, die Götter sind mit dir. Geh im Namen des Olymps. Wählen Sie aus mit rechts und dann L2 drücken. Alles klar. Ihr werdet es gleich sehen. So, kommt her und... So, jetzt kann ich das einsetzen hier. Ich drücke L2. Warum klappt's nicht? Hä? Warum klappt's nicht? Irgendwie klappt es nicht, Leute. Sorry. Wo ist das Problem jetzt? L2 soll ich drücken, oder? Moment. Ich drücke die Hallo, jetzt halte mal die Fresse hier. Irgendwie klappt das nicht. Ich glaube, es liegt an meinem Controller. Man macht ja halt eben so kaputt hier. Warum klappt das nicht? Ja, ich muss gleich einen anderen Controller anschließen, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Erstmal diese Gegner hier töten. Dann kann ich in Ruhe nochmal alle Tasten drücken hier. So, stirb jetzt. Also, ich glaube, er hat L2 gesagt, nicht wahr? Warum klappt das nicht? Ausgewählt ist es auch. Ich habe auch Magie da oben, der rechte Ding. Moment, Leute, ich wechsle mal kurz das Gamepad. Moment. So, weiter geht's. Versuchen wir das hier. Ja, so muss das aussehen. Okay, mein anderes Gamepad ist kaputt. Okay, sehe mich professionell, nicht wahr? Einfach mal, oh, ich wechsle mal mein Gamepad aus, la la la. So, und wir speichern hier wieder. Aber natürlich ist der Part noch nicht zu Ende. Nein, natürlich nicht. Überschreiben, ja bitte. Ja, das Gamepad fühlt sich auch irgendwie gleich besser an. Weiß auch nicht warum. Naja. Oh, Energie. Nehmen wir mal mit. Ja, ich brauche das Zeug, unbedingt. Als ich meine Magie testen wollte, wurde ich ziemlich oft getroffen. Das war nicht so geil. Ja, so, das Blaue, wie gesagt, ist die Energie. Damit kann ich Poseidons Zorn aktivieren. Zurück! Zurück! Hat er sie vom Schiff her! Wieso sterben sie nicht? Es ist der Große! Er heilt über die anderen! Ich! Götter! Wir schaffen es nicht! Wir sind des Todes! Wir sind verloren! Das ist unser aller Ende! Der Schlüssel! Wow! Poseidon, rette mich! Poseidon wird dir nicht helfen. Aber ich, vielleicht. Oder auch nicht mehr. Aber der Typ hatte den Schlüssel, den wir suchen, verdammt. Und den wollen wir natürlich haben. Alles klar. Erstmal die kleinen Drecksviecher hier. Erstmal die kleinen Mistviecher. Und bevor die Cutscene kam, Leute, war ich einen Moment lang still. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Das lag daran, weil auf meinem Fernseher kam gerade nur blau. Also heißt so viel wie kein Bild. Wow, nein, nein, nein. Nein, ich möchte zuerst gerne das eine Vieh töten. Einfach nur, damit das eine weg ist.
Nein! Hör auf, du Kackbumsvieh! Ich möchte, wie gesagt, erst das hier weghaben. Wisst ihr was? Ihr, zack, frisst das hier. Poseidons Zorn, verdammt nochmal. Mann, wollt ihr wirklich beide auf die Fresse haben? Ja, komm, frisst das hier. Oh ja, oh ja, oh ja. Was kann ich jetzt tun? Moment, Moment, Moment mal, hallo. Irgendwas muss ich euch jetzt tun können. Achso, ja, ich glaube, ich muss da hoch, stimmt. Muss da hoch. So, genau, so musste das sein. Das Ding hat geblinkt. Deswegen musste ich damit irgendwas machen. Und zwar das Drecksvieh hier aufspießen, nämlich. So, ich kann es quasi noch ein bisschen verwunden, aber es bringt mir nichts. Deswegen, jetzt bist du an der Reihe hier. Ohne weitere Zwischenfälle hier, weil mich kein anderes Vieh mehr anzieht, kann ich da einfach nur so draufhauen, ohne dass es mir irgendwas kann. Aber man hat gesehen, Poseidons Zorn hat Ultra-Damage gemacht irgendwie. Deswegen macht es gleich nochmal hier. Und je mehr Treffer, dass ich lande als Combo, sie hat mir da angezeigt, links, desto mehr Dings bekomme ich. Orbs. Und das ist ultra gut. Ultra genial. So. Nun bist auch du noch fähig, du Drecksvieh. Ja, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, wusste ich nicht, was ich tun soll. Aber jetzt weiß ich das. Stirb! So. Ihr kleinen Scheißviecher seid tot. Und nun kann ich mich, glaube ich, um das hier kümmern. Indem ich hier hochklettern. Müsste eigentlich so sein, ja? Hoch da. So, nun bist du an der Reihe, du verdammtes... Wow! 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 Verdammtes Kack-Drecks-Bumsvieh. Wow! Stirb! Stirb doch! Ja, wenn ich es treffe... Wow. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss extrem vorsichtig sein! Schleuder mich hier nicht runter, ja? Ja, wenn ich es verwunde, kriege ich auch blaue und grüne Orbs hinzu. Also vielleicht kann ich irgendwann wieder mein Poseidons Zorn einsetzen hier. Das wäre sehr hilfreich. So. Das Vieh kann gar nichts hier. Komm, beiß doch mal nach mir, komm. So. Wow, ja, das Gas macht Schaden hier, komm. Wow. Komm schon. Komm her. Komm her! Bams! So. Willst du noch mehr hier? Offenbar willst du noch mehr! Kratos fällt nicht runter! Wow! Wow, aber seht ihr, dass der Kampf ist so geil in Szene gesetzt? So ein Ultra-Vieh hier und der kleine Kratos und wow! Wow! Bleib oben, Kratos! Bleib oben, verdammt nochmal! Das Vieh sieht so geil aus, echt mal, ich muss das immer wieder sagen. Aber es hat auch verdammt viel Energie! Wow, das war nicht gut. Aber ich habe ja wieder genug Energie für Poseidons Zorn. Und das wird das Drecksvieh gleich zu spüren bekommen hier. Komm, beiß zu. Und nimm das hier. Jawollo. Jawoll, jawoll, jawoll. Wow, das war ein Ultra-Kombo hier. So, ich kann wieder was tun. Wieder gegen diesen Balken hier. Dang. Was heißt Balken? Das ist ein Segel. Weiß ich nicht. Doch, das ist ein Balken, oder? Schiffsbalken. Nee, ein Balken ist was anderes. Ist ja egal. Ich überlege hier, weil dieses Scheißstück Holz heißt hier. Und dabei kämpfe ich gegen dieses Riesen-Hydra-Vieh hier. So. Jawohl, es geht voran. Es geht voran. So, lange wird das Vieh nicht mehr überleben hier. So. So, nächste Aktion. Diesmal von dieser Seite hier und zack. So. Der Stamm, ja. Das Holzding ist kaputt. Nun haben wir da... Ja, ich sage jetzt noch nichts. Nee, ich sage jetzt noch nichts. Komm her, du Scheißvieh. Beißt du? Nein, jetzt bin ich nach unten gefallen. Du Kackvieh. Nein, das war zu früh. Verdammt nochmal. Komm her. Jetzt aber. Jawoll. Lange hält das Vieh nicht mehr durch hier. Da kann es rumheulen, wie es will. Ich habe kein Mitleid. Obwohl ich das Vieh gerne als Haustier hätte. Ja, sieht echt geil aus. Komm her.
Zack! Ja, wie es winselt hier. Aber es muss drauf gehen hier. So. Was hast du nun davon? Ja? Aha. So, jetzt kann ich diese Aktion hier vollführen. So. Zack. Einfach immer aufpassen. Und? Ja, komm, ziehen, ziehen, ziehen und... Zack! Ich hatte schon wieder kein Bild mehr, verdammt nochmal. Was soll der Scheiß? So, tot ist das Vieh. Zum Glück konnte ich das Bild auf dem Laptop noch sehen. Scheiß Fernseher hier. So, tot ist das Drecksvieh. Die Hydra ist Geschichte. Perfekt. Gut, aber Leute. Ja, helft mir doch. Nee, nicht in diesem Part. Tut mir leid. Leute, das war's für heute mit God of War. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.